Guten Morgen nochmal und herzlichen Dank für die Einladung. Grußwort. Ich freue mich sehr, hier dabei sein zu können, wenn ihr über soziale Leitlinien redet. Ich glaube, daran mangelt es gerade in Sachsen. In Sachsen haben wir eine Staatsregierung schwarz-gelb geführt, die in besonderer Art und Weise den Ehrgeiz entwickelt, Musterknabe wirtschaftsliberaler Ideologie zu sein, auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Das finde ich grauenhaft, das finde ich fatal in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, wir müssen gemeinsam Gewerkschaften, Oppositionsparteien daran arbeiten, dass hier die Verhältnisse verändert werden. Denn die Köpfe sind verklebt, der Bürgerinnen und Bürger. Die sind verkleistert, die stimmen begeistert zu, wenn verkündet wird, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, denn ihr habt über eure Verhältnisse gelebt. Ihr müsst künftig dafür sorgen, dass vor allen Dingen Schulden abgebaut werden. Das ist das oberste Ziel. Generationengerechtigkeit nennt das der Ministerpräsident. Welch ein Irrtum, welch ein Zynismus, wie grauenhaft die Folgen. Wir haben gemeinsam unter diesen Themen und diesen Titeln demonstriert im vergangenen Jahr. Und ich glaube, angesichts der Folgen, die noch zu erwarten sind, dieser Politik, wir sehen das an Griechenland im Moment. Auch Griechenland wird irgendwann nach Sachsen kommen, wenn wir nichts dagegen tun, dass diese Politik fortgesetzt wird. Ich glaube, wir haben gut daran getan, das zu tun im vergangenen Jahr, als der Haushalt auf den Tisch gelegt wurde. Ich glaube, wir tun gut daran, das weiter fortzusetzen, miteinander. Ohne Proteste der Bürgerinnen und Bürger wird diese Politik durchgezogen und hinterher ist es vielleicht zu spät, wenn die Schmerzen sichtbar werden. Ich sage das auch aus einem anderen Grunde. Ich mache mir große Sorgen, nicht nur ich, ihr auch wahrscheinlich. Ich mache mir große Sorgen angesichts der historischen Erfahrungen, die wir haben und angesichts der aktuellen Entwicklung, die wir absehen können. Die Nazis sind auf dem Vormarsch. Die greifen die sozialen Probleme auf. Die arbeiten mit unseren Forderungen und Parolen. Mindestlohn fordern sie auch. Für deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie verkleistern ebenfalls die Köpfe mit ihrer Ideologie. Sie gewinnen an Raum, leider. Sie kämpfen um die Köpfe und nicht ganz erfolglos. Viele junge Menschen sind Anhänger inzwischen oder sind fasziniert von dieser Ideologie. Wir müssen etwas dagegen tun, nicht nur, indem wir uns gemeinsam blockierend auf die Straße begeben, um Aufmärsche der Nazis zu verhindern. Das tun wir. Und dabei bleiben wir auch als Verdi. Wir widersetzen uns den Kriminalisierungsversuchen und wir werden uns auf die Straße setzen, weil wir es nicht dulden können, dass braune Kolonnen wieder durch unsere Straßen marschieren, auch wenn das ziviler Ungehorsam ist und kriminalisiert wird. Auch dem müssen wir uns widersetzen. Aber das reicht nicht, wie ich finde, das reicht nicht. Wir müssen auch konkrete Lösungen für soziale Probleme anbieten. Wir müssen Orientierung bieten, was die sächsische Staatsregierung nicht tut. Sie handelt wirtschaftsliberal, ideologisch eng eingebunden nach dem Motto, jeder sorge für sich selbst, Staat abbauen, staatliche Leistungen abbauen, alles andere ist schlecht. Der Staat muss seine Ausgaben reduzieren, denn wir leben ja angeblich in einer heftigen Schuldenkrise. Ich weiß nicht, wo die Schuldenkrise in Sachsen ist. Die Pro-Kopf-Verschuldung von Sachsen ist ein Spitzenwert in Deutschland. Wir sind mit dem Freistaat auf dem ersten Platz unter allen Bundesländern. Und trotzdem wird in dieser Hinsicht gearbeitet und will die sächsische Staatsregierung den Musterknaben spielen. Ich finde es grauenhaft und fatal vor dem Hintergrund der Folgen, die wir zum Teil schon erleben, aber die in der Zukunft noch viel drastischer zutage treten werden. Und das bereitet den Nazis den Boden. Wir haben das doch schon mal erlebt in Deutschland. Ich bin Historiker, ich habe mich damit beschäftigt, von der Ausbildung her Historiker, momentan natürlich nicht. Da bin ich Gewerkschaftsfunktionär. Aber ich weiß, was das bedeutet. Damals sind die Nazis erfolgreich vorangekommen und haben große Teile der deutschen Gesellschaft für sich gewonnen und für ihre Ideologie, weil es soziale Probleme gab, in Größenordnung, sicherlich noch größer als heute. Aber das ist doch jetzt schon festzustellen.
dass es Ängste und Sorgen gibt, dass geradezu Panik und Verzweiflung in manchen Köpfen herrschen, und zwar zu Recht, weil das, was im Moment in anderen Ländern passiert, bei uns noch ein bisschen weniger Krisenfolgen sichtbar werden, uns auch einholen wird, wenn das so weitergeht mit dieser Politik. Und wir werden das bestehen müssen und wir werden auch dafür sorgen müssen, dass konkrete Lösungsmöglichkeiten, konkrete Problemlösungsansätze und Orientierungen gegeben werden, damit die Leute nicht auf die Nazi-Parolen reinfallen in ihrer Verzweiflung. Diese Lösungsmöglichkeiten gibt momentan weder die Bundesregierung noch die sächsische Staatsregierung. Das müssen schon die Oppositionsparteien, das müssen schon Gewerkschaften, das müssen schon Verbände, das müssen wir in breiten Bündnissen gemeinsam in die Hand nehmen, sonst wird nichts draus. Und wir müssen, wie ich finde, das dort in die Hand nehmen, wo es im Moment besonders spürbar wird. Wir machen uns große Sorgen und haben auch eine eigene Kampagne im vergangenen Jahr bundesweit eingeleitet zu dem Thema Kommunalfinanzen. Kommunen in Not, die Kommunen, das ist der Grundbaustein der Demokratie. Dort erleben die Bürgerinnen und Bürger das demokratische System als erstes. Dort erleben sie einen funktionierenden Staat oder sie erleben eben einen Staat, der ständig abgebaut wird, wo die Leistungen reduziert werden und wo jeder auf sich selber angewiesen ist, künftig oder auch jetzt schon immer mehr. Das ist unser Hauptkampffeld im Moment, nicht deswegen, weil wir als Verdi die Beschäftigten in den Kommunen organisieren, das ist nur ein kleiner Punkt dabei, sondern weil wir in einer Gesamtverantwortung als Gewerkschaft für die Gesellschaft in diesem Land auch dafür eintreten, dass dieser Grundbaustein der Demokratie gestärkt werden muss und nicht weiter geschwächt werden darf, nach dem Motto, denen nehmen wir die Finanzmittel weg, sollen die doch sehen, wie sie klarkommen. Das kann nicht sein, das ist keine Perspektive in diesem Land, das gefährdet die Demokratie und deswegen müssen wir gemeinsam dafür kämpfen, dass die Kommunen ausreichend finanziert die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger bringen können, die die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land mit Recht erwarten können und die einzig in der Lage sind, diesem Land auch volkswirtschaftlich eine Perspektive zu bieten. Wir brauchen darüber hinaus, glaube ich, Mindestlöhne, einen gesetzlichen Mindestlohn. Ich bin nicht so überzeugt davon, wie meine Vorrednerin, dass die CDU begriffen hat, wo es lang geht. Die hat eins begriffen. Die absolute Mehrheit nach Meinungsumfragen der deutschen Bevölkerung ist der Meinung, wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn. Was die CDU verkündet hat, ist, ja, wir wollen Mindestlohn, aber bloß nicht gesetzlich. Sollen die Tarifpartner doch irgendwie miteinander aushalten, handeln. Ich sehe das nicht anders an als reine Wahltaktik. Das ist ein opportunistischer Kurs, der nicht weiterhalten wird als bis zur nächsten Bundestagswahl und wenn dann Schwarz-Gelb bestätigt werden sollte, was alle Welt verhüten möge. Wenn es bestätigt werden sollte, dann ist mit dieser Parole auch wieder Schluss und dann gibt es höchstens halbherzige Ansätze. Wir brauchen eine Lohnuntergrenze nach unten, damit es aufhört mit diesem Dumpinglohnwettbewerb, den gerade die sächsische Staatsregierung vehement unterstützt. Wir brauchen auch in Sachsen ein Vergabegesetz, wie inzwischen in den meisten anderen Bundesländern vorhanden, das verhindert, dass künftig weiterhin, wie bisher schon, Dumpinglohnwettbewerb dadurch unterstützt wird, dass die staatliche Vorgabe ist, der billigste Anbieter muss genommen werden. Das darf nicht sein bei öffentlichen Aufträgen. Da muss die sächsische Staatsregierung endlich an ihre Steuerungsfunktion und an ihre Verantwortung für den Freistaat und seine Bevölkerung erinnert werden. Das sind wichtige Forderungen. Ich denke, ihr diskutiert das auch. Ich weiß, bisher wart ihr an unserer Seite, was diese Dinge angeht, ganz grundsätzlich. Und wir sollten weiterhin gemeinsam dafür kämpfen, dass an diesen Stellen gearbeitet wird. Denn an diesen Stellen entscheidet sich die Zukunft unseres Landes, entscheidet sich das Schicksal der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Schönen Dank.